Ja, herzlich willkommen. Oh mein Gott, das war ein Stress, ja. Ja, du bist ja viel zu spät. Ja. Es ist ja dunkel. Guck dir mal diese Scheinwerfer an, die wir hier Ja, anhaben. das ist also gut, was Ja, ich meine. denke mal an diesen Ja, Energieverbrauch. ich habe da nur 2 Stunden. Deine Disziplinlosigkeit kostet Strom, wenn das der Habeck sieht. Ja, aber ich kann nichts dafür, Roland. Ich war im Stau. Ja, Dann musst du ich war auf früher der losfahren. Autobahn und habe im Stau gestanden, auf der Gegenfahrt, überall Stau. Die Leute fahren wie verrückt Auto. Ja, aber warum ist denn das so? Ich meine, die haben doch beim Lockdown jetzt gelernt, dass man mal zu Hause bleibt, wenn ich fahren will. Erstens schon, will keiner mehr Zug fahren? Ja, genau. Also, wer will schon, sagen wir mal, 22:45 Uhr in Fulda Ja. oder in Halle stranden? Was ja regelmäßig passiert, ja. Und Oder dann, in wenn ich, ja, Wuppertal? genau, und dann ins IC-Hotel und, ah, oh, du Wenn es lieber ein Gott. Hotel gibt Ja, dort. genau. Ne? Nee, und ich finde es ganz schlimm, wenn man so von einer Trinkhalle zur nächsten muss. Ja, Ja, es die eine gibt macht zu, weil der Wartehallen. nächste Zug fährt um 23:55 Uhr und du bist da um 11 Uhr, fliegst aus der Bierkneipe raus, dann musst du noch eine suchen, nachts im Schneetreiben in Erfurt. Das ist natürlich auch ein bisschen ungesund. Ne? Deshalb bin ich ja auch Auto gefahren. Ne? Siehst Nur, du? ja, nur ich dachte, die anderen Leute sind irgendwie Und dann darfst du nicht vernünftig. vergessen, ich glaube, die Leute, die wollen einmal richtig Auto fahren, bevor es wieder vorbei ist. Wie vorbei ist. Ja, es war ja schon vorbei. Lockdown, kein Ja. Auto, durftest nicht weg. Jetzt schon Ja. wieder, vielleicht wieder CO2, dann ist vorbei. Ach so, du meinst, Einmal noch frei sein. Einmal noch Freude am Fahren. das ist doch Verschwörungstheorie. Gib mir mal den Wein jetzt her. Ja? Ja. Ach Gott, das hält einen ja ein bisschen aufrecht, lieber Roland. Ja, heute ein nicht ganz so Also beim teurer. Autofahren fällt dir Wein ein. Natürlich, ich trinke auch beim Autofahren. Nein, kleiner Scherz, ein Also, kleiner Scherz. Aber das geht zu ich habe heute weit. einen schönen, den habe ich jetzt mal im Supermarkt gekauft. Das ist ein nicht ganz so teurer, aber ein Bordeaux Chateau Bonnet, weil in meiner Website ja sind noch keine Bordeauxer vertreten, weil ich noch nicht dort war. Aber ich mag das sehr im Winter, da ist ein bisschen Biss dahinter. Mal sehen, wie der ist. Ich bin mehr gewohnt von deiner Website. Tut mir leid, aber man muss sich darauf einstellen. Ich finde den ganz gut. Es Naja, geht ist egal. bergab. Es geht immer alles bergab. Deine Ja. Seite geht Ja, immer was ist denn bergab. mit dir los? Du bist ein Pessimist. Ja? Wir wissen doch alle, dass es mit den Autos jetzt zum Beispiel, das wird immer gelabert, die Autos sollen weg, die Verschwörungstheoretiker sagen, die Autos sollen abgeschafft werden durch die Hintertür. Da klappt doch kein Mensch dran. Also gut, die EU sagt, 2030 ist Schluss mit dem Ja, Normalverkehr. ach, hör doch auf. Ja, wir fahren alle so gern Auto, du 55 Millionen Autofahrer, das lassen wir uns doch nicht abnehmen. Ja, aber Sie haben uns doch schon einiges, sagen wir mal, abgeluxst. Sagen Ja. wir mal, Atomausstieg. Okay, das haben wir es geschafft, ja. Stimmt. Kohleausstieg. Ja, Atomausstieg und Kohleausstieg. Ja, und jetzt Stromsteigerungen und keiner konnte irgendwie. Ne? Ja, Haben Sie auch geschafft. ja, und jetzt noch Lockdown. ja, und Rückführung der Energieversorgung und Sprengung der Erdgasleitung Ja, und was die oh alles Gott. geschafft haben, ist doch alles möglich. Ach so, Ja. und dann Oder meinst die du, Oma im Altersheim einsperren und verkommen lassen. die haben immer ernst gemacht. Die haben immer ernst gemacht, mein Das Lieber. heißt also, Oder Grenzen auf. die Leute sind alle auf der Alles. Autobahn, weil sie wissen, das geht nicht Noch mehr lang. einmal, was du gefahren bist, bist du gefahren. Das Ja. kann dir keiner mehr wegnehmen. Ach du lieber. Jeder Kilometer ist ein Stück erlebte Freiheit. Ja, ich meine, du hast schon recht. Ja. Also der Timmermans, das ist ja der für uns Ja? die Gesetze macht. Ja, Ja, in der EU, in der der will EU, da. der will ja, der sagt ja ganz offen, er will die Landwirtschaft abschaffen in der Form, wie sie ist. Wie soll ja alle so große Firmen wie Monsanto sollen das ja Die übernehmen? Holländer, die Ja, machen nicht so jetzt die kleine Bauernhöfe Bauern zu. da, die alles kaputt Ach, machen. diese Fretterbauern, ja. Ja, das hat er ja auch das machen die ja auch. Ja. Und jetzt, der sagt auch, die Autos, die Verbrennerautos sollen weg. Ja, gut, dann nehme ich halt ein Elektroauto. Elektroauto, ja, 70.000 Euro mindestens, sehr groß, weil in Wirklichkeit ist ein Elektroauto eine riesige Batterie, Ja. auf der auch Menschen sitzen. Genau, und so wie die bei mir in meinem Handy nach 2,5 Jahren langsam aber sicher in die Knie geht. Ja, das musst du beim Verkauf nicht, beim Einkauf nicht wissen. Also Ja. immer sind sie schwer, Abrieb auf der Straße, Ja. aber sie haben einen großen Vorteil, Elektroautos. Ja, sind CO2-frei. Nein, du kannst sie jederzeit fernabschalten. Also du Ach. steigst morgens in dein Auto und dann sagt eine freundliche Damenstimme in deinem Wagen: Lieber Herr Winter, leider haben wir über Nacht aus Strombedarfsgründen Ihre Autobatterie entleeren müssen. Vielen Dank.
Ah, weil die Frau Baerbock ja schon gesagt hat, man kann die ganzen Autobatterien ja als Reservebatterien für die anderen Verbrauchereien, zum Beispiel für Unikliniken und sowas. Das ist doch auch richtig. Du kannst doch nicht einfach, sagen wir mal, Auto fahren und die Uniklinik, die Kinderklinik braucht deinen Strom. Und dann gehe ich morgens in mein Auto und dann, und dann heißt es heute nicht: Sehr geehrter Herr Winter, Sie haben leider auch zu viel Fleisch gegessen diesen Monat. Deshalb ist Ihr Fahrkontingent auf 2 Tage reduziert. Ja, zum Beispiel. Ja. Du, es ist doch gut. Ja, das ist gut. Wieso findest du es gut? Dann, also was mache ich denn, Roland? Ich fahre sogar ein Auto, dann leihe ich mir so ein Elektroding, weil ich mir es nicht leisten kann. Und dann fahre ich mit rum und sage hinterm Steuer: Rum, 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 rum. So. Ja, das ist ein bisschen kindisch, ja, mit dem Rum-Rum. Aber du kannst zum Beispiel die Autohäuser, die werden umstrukturiert in sogenannte Autofahrerparks. Ja. Da setzt du dich in ein schönes Auto, sagen wir mal einen Porsche, und dann läuft vor dir ein Film ab, wie wenn du in Amerika auf dem Highway Number One fahren würdest. Oder du fährst mit dem Rolls-Royce durch London und alle Winden, wie damals bei der Königin. Ist Virtual Reality. Ja. Und da brauchst du auch gar kein Brumm-Brumm machen, weil da hast du einen Kopfhörer auf und dann Vibration. Brumm-Brumm, und alles vibriert ein bisschen. Und das ist die Zukunft. Und wenn ich ein bisschen Geld habe, dann baue ich mir diesen Screen in der Garage in mein Auto ein, dass ich nicht mehr fahre, weil ich es nicht mehr fahren darf. Dann habe ich so einen schönen Screen und fahre dann abends virtuell in Hawaii rum. Und eine Garage habe ich ja sowieso, weil wenn ich mein Auto... Überleg mal zum Beispiel auch deine Frau, die wusste ja sonst nicht, was macht er eigentlich wirklich, wenn er noch zur Spritztour. Ja. Aber dann weiß er ist in der Garage und fährt zum Beispiel, vielleicht fährt er sogar über die Ripperbahn, aber ist doch egal. Ist doch egal. Und ich bin von der Straße. Sitzt du? Und ich bin von der Straße. Weil, und was noch dazu kommt? Du darfst sogar im Auto trinken. Ja, wenn die Alkoholsteuererhöhung nicht kommt, Roland. Ja, gut. Die ist ja auch angekündigt. Ja, das kann schon sein. Also eine Garage habe ich ja sowieso, weil ich ja das Auto, wenn ich es auf der Straße stehen lasse, dann kommen die Antifa-Brenner und fackeln jeden Diesel auf der Straße ab. Ne? Ja, genau. Gut, also Garage. gut. Also ich sehe schon, Roland, was mache ich denn mit der Oma? Ja, guck mal hier. Ich fahre nicht mehr Auto, aber meine Oma wohnt weit draußen auf dem Land. Wie gehe ich denn damit? Während der Corona-Zeit hast du sie auch nicht besuchen dürfen. Stimmt. Geht. Während der Corona-Zeit sind die auch in ihren Betten, in den Intensivstationen, Pflegestationen hinter Plastikwänden verschimmelt oder was. Also du sagst mir, obwohl wir es alle nicht glauben. Das hättest du doch nicht geglaubt, oder? Ja, du sagst mir. Früher hat man doch immer gesagt, besuch deine Oma. Das muss dir deinem Herzen wert sein. Und jetzt heißt es, besuch deine Oma nicht. Damit sie länger dort liegen kann. Und damit weniger CO2, damit die Erde nicht verbrennt. Genau. Also jetzt mal ganz ehrlich, du bist wirklich so pessimistisch, obwohl wir alle anderen es nicht glauben und wir haben schon mal in 4 Jahren einen neuen BMW bestellt, dass das alles nicht mehr existiert. Nein, der BMW, der kann schon noch kommen, aber vielleicht mit ohne Räder. Mit ohne Räder für die Garage, für Virtual Dingens. Genau. Ja, und was mache ich dann? Wo kriege ich dann meine Einkäufe zusammen? Ja, das ist ja die 15-Minuten-Stadt. Wie? Ich meine, das ist ganz toll. Du kannst zukünftig werden die Städte wieder so organisiert, wie es früher ja auch war, im Mittelalter. Du hast alles im Umkreis von 15 Minuten gekriegt. Ein bisschen Käse, ein bisschen Brot, ein bisschen Wein sogar, ein bisschen Bier gab es ja gar nicht, aber ist egal. Also, und so. Also das ist alles wieder zurückgeführt. 15 in Oxford ist man bereits soweit. Ja. Und du darfst nicht raus und nicht rein mit dem Auto. Ach so. Aber nee, Roland, da übertreibst du. Auch in Oxford, wo man nicht mehr aus dem Viertel raus darf, da darf man 100 Mal rausfahren im Jahr. Heute. Ist doch gut, reicht doch. Ja, und morgen? Naja, vielleicht dann ein bisschen weniger oder vielleicht nicht mehr so oft. Und wie darfst du rausfahren, wenn du nicht mit dem Auto rausfahren darfst, weil sofort dein Kennzeichen wird sofort abfotografiert und kommst Bußgeld? Zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Aha. Ja, ja. Und was machst du, wenn du zu Fuß gehst? Ja, was mache ich dann? Stoße ich CO2 ab? Da schnaufst du, so wie du beieinander bist übrigens. Ich meine, gerade der Özdemir sagt, du musst dich gesünder ernähren. Ja, gut. Der Özdemir sagt, der Winter, der ist auf meiner Liste, der ist ein bisschen, das kann man doch alles nicht mehr ertragen, dieses CO2. Oh Gott. Ich meine, du bringst doch Hamburg zur Überschwemmung.
Ja, der Fischmarkt wird dann tatsächlich irgendwann mal überschwemmt. Ja, oder stell dir vor, den Kölner Dom. Der Kölner Dom, nur noch die Spitzen raus. Die Spitzen raus. Ah, da hat uns ja der Spiegel ja, schon offiziell schon seit und an der Eifel gibt es dann diese Strandbäder. Jahre, ja. In der Eifel gibt es die Strandbäder, ganze wo man die, den Kölner Hoch. Dom, die Spitzen aus dem Wasser. So. Ah. Das machst du mit deiner ewigen Schnauferei. Ja, aber du, ich kaue noch auf der Oma rum. Die Oma kommt zu uns deine in Oma, die Stadt. Mit deiner Oma. Ja, natürlich, die kommt zu dir in die Wohnung. Wir wohnen doch eh. Wir müssen doch zusammenrücken. Oh, okay. Zusammenrücken. Kein Verdichten. Mit Oma in einer Wohnung immer? Viel besser. Ja, sicher. Und in ihr Haus, da kommt eine 7-köpfige oder 19-köpfige Zuwandererfamilie rein. Ja. Und beschwer dich jetzt nicht. 19 Leute in so einem kleinen Haus, das ist wirklich eng. Die haben es schwer. Die haben es schwer. Wir haben nur die Oma und sämtliche Verwandten der hat drei Frauen, aber nur ein Schlafzimmer. Gut, dann gehe ich öfter im Park mit der Oma. Im Park? Ja. Aber da muss Park, ja aber raus. Park, man muss das ja verdichten. Da kommt ja irgendwo, müssen ja die Leute ja hin, die verdichtet werden. Ach, diese ach der Park, da sind dann Hochhäuser Parks. Stehen im Park. Stehen Hochhäuser im Park. Ja, oder Windräder. Man, irgendwo muss der Strom ja herkommen, der nicht weht. Und wenn ich mal richtig raus will ins Grüne, Roland, ja, ich will mal hier in Frankfurt auf dem Feldberg, ich will mal rausfahren. Ja. Spontan rausfahren. Ja, wie da, wird das? Schon, da wird schon ein paar Gutscheine geben. Ja. Da kommt dann so ein Shuttle. Ja. Und dieser Shuttle, Elektro-Shuttle. Oder du gehst da hin, so, stellst einen Antrag auf Shuttle dürfen. Ja, okay. Und dann darfst du in den Taunus fahren. Da werde ich in den Taunus gefahren. Da wirst du in den Taunus gefahren. Aber nur alle drei Wochen. Ja, also wenn du öfters wirst, kommt auch ein Shuttle. Ja. Der kommt bis vor die Haustür. Es hat so Gitter an den Fenstern, dieser Shuttle. Ja, ich kriege da eine Durchsage morgens. Sehr geehrter Herr Winter, in diesem Monat dürfen Sie 1,4 Mal ins Grüne mit dem Shuttle am Samstag um 5.30 Uhr. Seien Sie pünktlich. Genau, so geht es dann. Da setze ich mich lieber in mein Auto vor meinen Schirm und mache die Hawaii-Fahrt. Ja, genau. Ja, das Auto hat ja keine Räder mehr. Ja. Ich habe bisher immer gedacht, Roland, wie mache ich es mit meinem Auto? Ich pflege das jetzt Kuba-mäßig bis 2029. Ja. Ja. So lange dürfen wir es noch fahren. Der Timmermans hat zwar gesagt, er macht es mit den Grenzwerten. Und da wollte ich mir 2029 zwei identische Diesel kaufen wegen der Ersatzteile, mhm, ja, und ihnen damit ein Schnäppchen schlagen. Aber der Timmermans, also der für uns die Gesetze macht, ja, ja, der hat schon gesagt, das regle ich mit Grenzwerten auf null. Naja, also er verspricht ja, dass für bestehende Autos, die schon fahren, die müssen nicht abgeschafft werden. Aber ich sag das, weiß man's? Weiß man's? Ja, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Aber das ist jetzt eine bösartige Unterstellung, weil das ist eine Demokratie. Ach so. Weil in der Demokratie sagt man dir, was du morgen nicht mehr darfst. Ich meine, der Ulbricht war ja ein ausgekochter Lügner. Ja. Das kannst du vom Timmermans nicht sagen. Das ist der Unterschied. Timmermans sagt, wir werden keine Landwirtschaft und keine Autos mehr haben. Genau. Und das Dumme ist nur, wir anderen, die es ihm einfach nicht glauben. Wir glauben es ihm einfach nicht. Aber da, das wirst du schon merken. Gut, dann kurz vor der Alkoholsteuer der Erhöhten noch ein kleines Prosit. Lesen Sie mehr dazu in unserem neuen Heft, im gut sortierten Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement.